Hallo meine Lieben, ja, versprochen war ein Video von meiner Packliste, wie ich ja, meinen Rucksack packe. Und jetzt hatte ich mir aber was von Amazon bestellt und dachte mir, ach komm, das Video schiebst du jetzt gerade noch mal dazwischen. Und zwar, wie ihr seht, wasservermalbare Buntstifte. Und zwar sind in diesem Set 72 Stück drin. Und da oben seht ihr einmal die Firma. Ich packe euch aber den Link, wo ich es gekauft habe, unten rein. Ich habe bezahlt knapp 22 € mit Amazon Prime. Und ja, ihr seht, da sind echt viele drin. Und hier ist auch noch zusätzlich ein Stift dabei. Und hier hat man so eine kleine Schlaufen, wo man die Fingerchen reinmachen kann und dann kann man das rausgreifen. Und hier sind jetzt drei Paletten tatsächlich drin mit Farben. Ich versuche mal, dass ich die hier alle so ein bisschen ins Bild bekomme. Ich glaube, ich nehme es doch mal raus und packe den Karton an die Seite. Das ist natürlich auch schön, hier ist gleich so ein praktischer Karton mit drin. So, das war jetzt mein Hund, der mal wieder dazu gestiefelt kam. So, das sind jetzt meine drei Paletten, die ich hier da drin habe. So, jetzt habe ich die drei Paletten mal ein bisschen zusammengestellt, dass ihr es vielleicht ein bisschen besser seht. Ich hoffe, es blendet nicht zu dolle von den Lampen. Ich habe mir hier drei verschiedene Papiere hingemacht. Einmal ein Watercolor-Papier, das vom Action. Dann ein Rest von ein bisschen dickerem Cardstock. Ihr seht, das ist schon ein bisschen älter. Das ist noch von dem Video von der Silvesterkarte oder von der Neujahrskarte, besser gesagt. Und ein stinknormales Druckerpapier oder Kopierpapier. Und mit den dreien will ich jetzt einfach mal so ein bisschen austesten, wie die Stifte so auf den verschiedenen Papieren sind. Ich nehme an, dass das hier das beste Ergebnis sein wird. Ja, einfach weil es ist halt das richtige Papier dafür, nehme ich jetzt zumindest an. So, und ich beginne einfach mal und suche mir mal so meine ungefähren Lieblingsfarben raus hier. Ja, am liebsten alle nur von dieser Palette sogar, aber nee, ich möchte natürlich auch ein bisschen andere Farben haben. Und ich nehme hier auch mal so eine hellere Farbe, weil ich einfach mal wissen möchte, wie die Farben sind. Ich schaue mal gerade. Jawohl, hier habe ich noch mein Wasser. Perfekt. Dann ja, nehme ich jetzt einfach mal den Stift und fange mal an. Und ja, man muss schon ein bisschen aufdrücken. Also ich habe jetzt erst ganz, ganz sachte angefangen mit fast gar keinem Druck und dann passiert auch nicht so wirklich viel. Ein bisschen aufdrücken muss man. Also vom Gefühl her ist es wie ein wirklich normaler Bleistift. Fühlt sich jetzt ziemlich normal an. Jetzt gehe ich hier mal ziemlich nah dran, um hier einfach gleich vielleicht auch ein bisschen Verlauf hinzubekommen. So, und dann das Gelb. Und das reicht mir ja schon zum Probieren. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir auch den Pinsel, der hier drin ist. Muss noch mal gucken. Ich glaube, der geht ein bisschen doof raus. Ja, der ist natürlich hier vorne noch mit irgendeiner Schutzschicht jetzt gestrichen, aber das macht ja nichts. So, da ist sie auch schon ab, genau. So, jetzt nehme ich am Anfang mal wirklich nur ein ganz bisschen Wasser. Gucke mal. Ja, man braucht also anscheinend auch ein bisschen mehr Wasser. So ganz wenig funktioniert nicht. Aber hier lässt es sich jetzt wirklich schon gut vermalen. Farben bleiben auch relativ, also ich habe ja nicht so doll aufgedrückt und nicht so viel Farbe aufgetragen. Also damit bin ich ganz zufrieden. Und jetzt mal hier gucken mit dem Verlauf. Jawohl, das klappt auch gut. Schön. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was hier mit meinem Licht. Ja, also man braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Wasser. Da bin ich dann gespannt, wie das dann funktioniert mit dem anderen Papier, weil das ja doch mehr Wasser aufsaugt. Oh ja, das Gelb wird auch schön leuchtend, wenn man dann mit Wasser drüber geht. So, also hier habe ich jetzt wirklich relativ wenig Wasser genommen. Ich zeige euch mal ein bisschen näher.
Lampe einmal ein bisschen höher, so. Ja, also das ist wirklich ganz gut so geworden, auch mit den Übergängen hier. So, jetzt mache ich einfach mal ein bisschen kräftiger. Und nehme einfach auch mal mehr Wasser. Also ich tupfe den Pinsel hier jetzt gar nicht mal so ab. Ja, das war jetzt vielleicht auch nicht so schlau, da direkt reinzugehen. Klar wird das jetzt braun. Das ist ja logisch. Naja, okay, aber es bleibt jetzt auch das noch erhalten, was ich gemalt habe bei allen drei Farben. Ach so, da sieht er gar nichts. So, jetzt aber wieder. Okay, das war jetzt ehrlich gesagt nicht so schlau. Mal es doch lieber wieder so. Nehme ich vielleicht auch mal das Ding hierher, dann brauche ich nicht immer so ins Bild. Und dann fange ich wieder so an. Ja, also ihr seht, das vermischt sich gut. Aber wenn man die Farben, also die einzelnen Farben bleiben trotzdem auch noch gut zu sehen. Und da, wo man eben ein bisschen fester aufgedrückt hat, jetzt solltet ihr es auf jeden Fall besser sehen. Ja, da sieht man dann auch wirklich noch was von der Farbe. Ich weiß nicht, wie viel Wasser man da jetzt drauf machen muss, bis sich das wirklich komplett verschmiert. Das probiere ich auch mal aus, allerdings nur mit einer Farbe. So, macht da jetzt wirklich so einen ordentlichen Tropfen drauf. Ja, also ihr seht, ich habe jetzt wirklich richtig viel Wasser genommen. Und jetzt konnte ich es verschmieren, aber trotzdem bleibt hier doch noch gut was zu sehen. Okay, dann will ich mal ein anderes Papier ausprobieren. Also am besten funktioniert es tatsächlich, wenn man nicht so dolle aufdrückt und so mittelmäßig Wasser nimmt. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, glaube ich. Man hier, wo ich so dolle aufgedrückt habe, kommt halt immer drauf an, ne? Wie dolle man es verblenden will. Also man kann auf jeden Fall beide Techniken machen. Das ist schon mal gut, dass man die Farben sehr kräftig sieht und eben auch nicht. So, dann schnappe ich mir mal dieses etwas dickere, normale Papier. Ja, merkt man natürlich gleich beim Draufmalen. Das hat ja eine ganz andere Struktur, das Papier. Nehme jetzt hier auch mal so mittelmäßig Wasser. Ja, also es funktioniert auf jeden Fall, sie lassen sich vermalen, aber das Wasser wird halt schneller eingezogen. Dadurch kann ich es dann vielleicht nicht mehr ganz so weit verteilen, aber funktionieren tut schon. So, ich glaube, ich muss mal kräftigere Farben nehmen, damit man das besser sieht. Einmal das Gelb, drücke auch wieder ein bisschen fester auf. Nochmal. Weg und nochmal hier irgendwie vielleicht noch so ein leuchtendes Grün oder so. Mach das hier auch mal, mach mal genau so einmal ein bisschen fester und dann mal ein bisschen weniger aufgedrückt. So. Dann auch mal ein bisschen weniger Wasser. So. Ja, also auch hier ein bisschen weniger Wasser und nicht ganz so fest aufgedrückt. Aber auch auf diesem Papier lässt es sich eben noch gut vermalen. Also, bin ich ganz mit zufrieden. Hätte ich jetzt schon gar nicht erwartet, dass es auf dem Papier noch dieses Ergebnis gibt. Und der ultimative Test auf einfachem Kopierpapier mache ich wieder das gleiche. Drücke erst ein bisschen fester auf und gehe dann nach unten ein bisschen weniger. So. Ja, natürlich wird hier jetzt das Papier. Klar, das ist ja überhaupt nicht dafür gemacht, dass man hier jetzt mit Wasser drauf rummalt.
wirklich. Es lässt sich auch noch ein bisschen vermahlen, aber ja, nicht mehr so gut natürlich. Also man sieht jetzt hier viel mehr die Striche noch, die man gezogen hat. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt sehen könnt, weil das Papier so dunkel geworden ist durch das Wasser. Vielleicht sieht man es hier bei dem Grünen ein bisschen besser gleich. Und das Papier saugt halt auch echt das Wasser krass schnell auf. Also deswegen ist es auch so schwer, das zu vermalen. Ja, aber es funktioniert. Das Papier wälzt sich natürlich ganz schön. Aber funktionieren tut schon. Gut, wäre jetzt nicht mein Favorit, es dafür zu benutzen, aber dafür ist es ja auch nicht gedacht, ne? Ich wollte es nur einfach mal ausprobieren, wie es so auf den unterschiedlichen Dingern ist. Ich glaube, ich werde mir gerade mal mein normales Papier hier schnappen und werde mir hier mal ein Stempelchen drauf machen und werde den mal ein bisschen kolorieren und dann mal gucken, wie das funktioniert mit dem, dass es halt dann, dass die Farben dünner werden, also mit dem Verblenden sozusagen. Das mache ich gerade mal und schalte euch gleich wieder dazu.
So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt ein paar Tierchen aufgestempelt. Das ist hier von diesem Set von Stampin' Up und das war auch von Stampin' Up, aber da habe ich jetzt das Set schon wieder weggeräumt. Und zwar dachte ich mir, hier ist ganz cool, so verschiedene Grautöne. Also hier so einen dunklen vielleicht und eher so einen hellen. Und hier kann man, ja hier sowieso mit Brauntönen, ist ja klar. Da nehme ich einfach so ein helles Braun nur. Und vielleicht sogar nochmal so ein gelbliches für das Gesicht. Und für den hier, da könnte ich natürlich mit mehreren Farben rumspielen. Aber ich finde den irgendwie am schönsten auch in so einem Braunton. Und vielleicht nehme ich für den Rand mal so ein bisschen so ein rotbraun. Ich glaube hier eins, was noch mehr rotbraun ist. So, genau. Das nehme ich dann für das Känguru. Und ich fange aber, glaube ich, mit dem hier mal an. Mal mir jetzt hier einfach ein bisschen das Ganze mal aus. Hier an den Stellen, wo dann die Falten sind und so und an den Rändern natürlich ein bisschen dicker. Ja klar, das Horn mache ich glaube ich in so einem Creme, habe ich bestimmt hier auch irgendwo in meiner Palette oder hier so ein Champagner, sieht das fast aus, das sieht bestimmt auch gut aus. So, ja hier sind ja jetzt dann durch die ganzen Schatten und hier mache ich es dann noch ein bisschen feiner, hier auch so fast gar nicht mehr zu sehen. Hier unter dem Hals vielleicht noch ein bisschen dicker, weil da fallen ja meistens auch die Schatten hin. So, sonst habe ich der Pinsel wieder. So, geht aber. Ja, und dann nehme ich mir nicht zu viel Wasser, weil ich muss ja jetzt auch gucken, dass ich jetzt auch hier drin bleibe. Dass ich hier jetzt nicht über Pinsel. Ja, funktioniert gut, lässt sich gut verschmieren. Die Ohren hatte ich jetzt mit Absicht noch nicht angemalt, weil da war ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ja, ich hatte die ganze Zeit irgendwie immer gedacht, Mensch, ich hatte mal so viele Buntstifte und irgendwie waren die aber alle verschollen. Und dann dachte ich mir so, jetzt musst du dir unbedingt nochmal Buntstifte holen. Aber dann kannst du dir auch theoretisch gleich welche holen, die wasservermalbar sind. Dass du dann eben auch deine Stempel kolorieren kannst. Und ja, dann hatte ich erst geguckt bei Stampin' Up und wollte von dort welche haben. Und muss ich ehrlich gestehen, die waren mir einfach zu teuer. Weil ich glaube, da waren nur. Ich habe es nicht im Kopf leider. Also da waren nicht so viele in der Packung drin, also lange nicht so viele wie hier. Und sollten aber auch um die 20 Euro kosten. Und da habe ich gedacht, nee, komm, das machst du nicht. Dann guckst du mal bei Amazon, was du da so findest. Ja, und dann habe ich diese hier entdeckt. Und dann habe ich gedacht, komm, die bestellst du jetzt einfach mal. Und wenn sie nichts taugen, ja, dann Pech. Bei so vielen Stück, dann benutze sie halt nur als normale Buntstifte, ist ja auch okay. Aber ich muss sagen, gefällt mir wirklich gut und ich nehme jetzt hier für die Ohren so ein ganz helles, das ganz helle Grau. So. Ja, sieht wirklich schön aus, das Vögelchen da oben, das mache ich jetzt mal nicht. Wirklich schöne Farbverläufe und auch mit dem Schattenspiel und so, also dass es heller wird, ist wirklich gut. Man sieht jetzt nicht mehr, wo man mit dem Stift lang gegangen ist. Außer an manchen Stellen, wo ich wirklich ein bisschen übertrieben habe. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das hier gar kein Wasser, also gar kein Wasserpapier ist, sondern einfach nur stinknormales, bisschen dickeres Papier. Also von daher finde ich es wirklich gut.
So, ich glaube, jetzt mache ich mal das Riechen. Ja, und wo ich hier gerade bei den ganzen Stampin' Up Sachen bin. Ja, also es ist jetzt so, ich hatte ja schon länger überlegt, mit Stampin' Up aufzuhören, weil, ja, ihr wisst ja, Stampin' Up ist sehr gut von der Qualität. Ich bin auch immer noch überzeugt von Stampin' Up. Also es ist nicht so, dass ich sage, nee, Stampin' Up, da ist Leistungsverhältnis passt nicht oder so. Aber es ist für mich so, jetzt kommt mal ein Moment, ich will noch mal auf, das schon, denkst du, ja, funktioniert auch gut, aber da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, da darf man nicht so doll aufdrücken. Also wenn ihr es schon nass hattet und dann mit dem Stift noch mal reingeht, ganz vorsichtig aufdrücken, weil sonst, ja, ist ja klar, wenn die Wasser vermahlbar sind, ist ja logisch, dass sie sich dann auflösen können. So, ja, wo war ich? Genau. Stampin' Up. Und ja, es ist halt, wie gesagt, jetzt so, dass ich jetzt erstmal kein Stampin' Up mehr machen möchte. Wer jetzt gerne noch was über mich bei Stampin' Up bestellen möchte, muss das bitte. Also ich habe noch bis Ende April Zeit. Da kann ich noch als Demonstratorin Sachen bestellen für euch und ab Ende April dann aber nicht mehr. Also wer das gerne jetzt noch möchte und noch dringend was braucht, der darf mich natürlich gerne anschreiben und dann mache ich auf jeden Fall noch mal eine Bestellung und ja, je nachdem, wie viel dann zusammenkommt, kann es auch passieren, dass ich dann tatsächlich noch einen Monat länger drin bin. Ich von mir aus werde es jetzt aber nicht mehr verlängern. Also ich werde jetzt nicht mehr eine Riesenbestellung machen, um dann eben Demonstratorin zu bleiben, sondern sollte jetzt zufällig durch die Bestellungen von euch da so viel zusammenkommen, dann ist das okay. Dann bestelle ich auch noch ein, zwei Sachen mit oder drei, vier, je nachdem. Aber ich werde jetzt nicht alleine für mich noch mal eine Bestellung machen. Also das werde ich diesen Monat auf jeden Fall nicht mehr machen. Und wie gesagt, dann bin ich erstmal raus. Also ich kann wohl jederzeit auch wieder anfangen. Ja, weiß aber noch nicht, ob ich das möchte. Also das halte ich mir noch ganz offen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die hier reingehören. Wahrscheinlich so, denke ich. Keine Ahnung. So. Ja, bei dem wollte ich ja so ein bisschen rötlich. So ein bisschen so ein Rotbraun. Das mache ich jetzt mal hier oben in diesem, also in dem äußeren Bereich und in dem inneren nehme ich dann das helle. Ich mache mir jetzt hier erstmal so diese Schattensachen, die male ich jetzt erstmal ein bisschen fester. Also den Schwanz mache ich jetzt auch in der Farbe. Okay, ja, dann ist das jetzt so. So, und hier mache ich dann jetzt wirklich nur ganz fein. So, da habe ich auch ein bisschen doof gemalt. Mal gucken, wie gut er das kaschiert kriegt. Da habe ich so ein bisschen doof auch aufgedrückt. Aber ja gut. Ist ja auch kein Tierfell irgendwie so perfekt. Denkst, oh, das wird wirklich tatsächlich sehr rot. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das macht aber nichts. Also stört mich jetzt auf jeden Fall nicht. So. An den Ohren finde ich es sogar wirklich passig, aber am Schwanz finde ich es doch ein bisschen sehr rot. Upsi, ich packe den mal weg und nehme mal doch ein bisschen dunkleres Braun. Nehme ich hier einfach drei Farben, das ist ja auch kein Problem. Ja, das wird schon ein bisschen besser hier. Das ist dann nicht mehr ganz so rötlich. Wobei, wenn das Wasser gleich drauf kommt, kann es auch sein, dass es noch mal ein bisschen, das Rot noch mal ein bisschen mehr rauskommt, so wie es gerade auch schon bei der Farbe davor war. So, dann gehe ich hier rein mit der Farbe auch mal ein bisschen rein, dass sich das noch ein bisschen vermischt. So. Ja, genau. Das, ja, das war es eigentlich auch schon, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Wie gesagt,
bis Ende diesen Monats könnt ihr noch Sachen über mich bestellen und dann erstmal nicht mehr. Wenn ich wieder anfangen sollte mit Stampin' Up, dann werde ich euch natürlich da auf dem Laufenden halten, werde euch das dann ankündigen. Ja, aber momentan, ihr wisst ja, ich habe auch ein bisschen was auf meinem Schirm, also ich möchte ja wieder gerne nach Spanien auf den Jakobsweg. Wir wollen aber auch als Familie ein bisschen verreisen und ja, ich habe ein größeres Geburtstagsgeschenk bekommen und ja, das kostet halt alles Geld und dann muss man eben Prioritäten setzen, ganz einfach. Und da waren meine Prioritäten jetzt eben nicht bei Stampin' Up. Ich habe es ja sowieso von Anfang an gesagt, ich mache das als Hobby für mich. Und ja, wenn dann mal einer mit über mich bestellt, dann ist das völlig in Ordnung. Das muss aber nicht sein. Ich plane das immer so, dass ich mein Kontingent, was ich voll bekommen muss, eben immer selber voll mache. Und ja, manchmal war es auch so, dass ich es wirklich komplett selbst voll gemacht habe. Manchmal war es aber auch so, dass ich es teilweise nur von anderen voll gemacht habe. Also es war wirklich ganz unterschiedlich. Und ich habe auch, wie gesagt, tolle Sachen bei Stampin' Up gekauft. Die Sachen gefallen mir nach wie vor. Wie ihr seht, ich benutze sie ja auch noch. Ist ja nicht so, dass mir das alles nicht mehr gefällt, aber... Ich habe es jetzt lang und breit erklärt, glaube ich. Ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis. So, ich weiß aber auch gar nicht, was ich sonst erzählen soll. Ja, die letzten Tage waren halt doch ziemlich aufregend, weil ich mit meiner Freundin immer unterwegs war. Wir haben halt ja, ziemlich viel jetzt für den Jakobsweg eingekauft, für sie besonders, weil ich hatte ja meine Sachen soweit eigentlich schon. Ich muss heute noch mal los und für das Video noch zwei, drei Sachen besorgen, dass ich auch wirklich komplett bin. Und ja, dann kann es losgehen mit dem Video, wie ich meinen Rucksack packe. So, die Nase noch rot und dann bin ich zufrieden. Nehme ich mal so ein richtig, richtiges, knalliges Rot hier, damit die Nase auch wirklich auffällt, weil sonst übersieht man den kleinen Kerl da drin dann nicht ganz gerne. Also das erste Mal, als ich den Stempel gesehen habe, fand ich den zwar süß, ich habe aber den Koala da drin gar nicht gesehen. Und wenn der dann aber so eine rote Nase hat, ne, dann sticht der so hervor. So, ich zeige es euch einmal. Also ich finde, die Ergebnisse sind wirklich schön geworden. Ich hoffe, ihr seht was. Es ist irgendwie immer mit dieser Lampe hier ein bisschen doof, aber ich glaube, so geht's, ne? Ja, so sieht's aus. Ich finde es gut, ich bin wirklich zufrieden, vor allem für den Preis 72 Farben. Also ich hatte so ein bisschen verglichen mit den anderen Sets, die es so gab. Und die waren, ja, fand ich jetzt nicht so mega. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass die wirklich schön sind. Und ich finde auch diesen Karton wirklich praktisch, dass man hier dann so eine schöne Metalldose noch hat. Man kann alles schön drin verschwinden lassen. Die Stücke fliegen einem nicht einzeln irgendwo rum. Und sie können sich hier vorne auch nicht abnutzen, weil sie sind ja nicht in irgendeiner Tasche, wo sie immer gegenkommen oder so. Also es ist ja schon so, dass die doch ein bisschen... Die hier unten rein. Ich sortiere das jetzt mal ein bisschen nach... Also ich möchte gerne meine Lieblingsfarben hier oben behalten. Ja, jeder hat so seine Macken, ne? Wenn ich sowas hier habe und mache dann den Karton auf und sehe dann meine Lieblingsfarben als erstes, freue ich mich noch mehr drüber, als ich mich so schon drüber freue. Deswegen müssen die jetzt nach oben. Ja, wie gesagt, ich bin echt zufrieden und ich hoffe, euch hat der Test ein bisschen gefallen. Ich habe jetzt natürlich hier nicht alle Farben getestet, ist ja klar, aber ich nehme mal an, dass die sich alle so in etwa gleich verhalten und deswegen... Ihr habt gesehen, ich habe hier mit drei Farben gemalt und ja, das hat wirklich super funktioniert. Auch die an den Ohren, auch das Braun, das Rot, alles ist trotzdem so ein bisschen erhalten geblieben, aber auch ineinander verschwommen, also so wie es eigentlich sein sollte. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich werde da jetzt bestimmt gleich noch ein bisschen mit weiter kolorieren, werde mir noch mal ein paar Stempelchen schnappen und ja, ist auch immer schön, wenn man schon fertig kolorierte Sachen liegen hat. Und ja, da werde ich bestimmt gleich nochmal ein wenig
rumprobieren. Und euch wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.